Mahlzeit. Ein bisschen, also in dieser Woche sicher gute Stimmung gehabt. Das merkt man halt, dass ein bisschen Last genommen wurde von den Schultern mit diesen 3 Punkten. Unabhängig davon, dass wir wissen, dass wir im Spiel noch einiges zu tun haben, so wie wir uns das gerne vorstellen würden. Aber trotzdem ist ja am Ende des Tages ja schon sehr wichtig, dass man Erfolgserlebnisse hat, um auch etwas an Selbstvertrauen tanken zu können. Es war allerdings die Woche vor Sandhausen auch schon so etwas zu merken, wie es entwickelt sich ein Teamgeist. Man muss halt dann dort oder dort einmal vielleicht auch kritischere Worte finden. Aber alles in allem bin ich mit dieser Trainingswoche zufrieden. Wir können auch bis auf Bröker eigentlich auch alle Spieler zum Einsatz bringen und wir fahren zu einem sehr interessanten, sicher einem sehr, sehr schwierigen Auswärtsspiel, aber ich denke, wir sind einigermaßen gerüstet. Peter, vielen Dank. Steigen wir ein in die Fragerunde. Wer macht den Anfang? Achim Schmidt, Kölnische Rundschau, dann Christian Oehnhausen. Vielleicht direkt mal die Frage zu Petschko. Ist er am Wochenende im Kader oder morgen besser gesagt? Wir arbeiten noch daran, dass die Spielerlaubnis kommt. Sollte nur mal einen Knopfdruck entfernt sein, so hoffen wir. Wenn das der Fall sein sollte, wird er im Kader dabei sein. Vielleicht noch mal kurze Nachfrage nach dem ersten Sieg. Sie sprechen ja selten über die Aufstellung, über einzelne Namen, aber wird es Veränderungen geben gegenüber der letzten Woche? Ist möglich. Ist immer möglich. Es ist ja auf der einen Seite versuche ich die Mannschaft immer so zu konzipieren, dass natürlich Leistung belohnt wird. Das hat man auch in den Spielen immer wieder gesehen, dass Spieler, die zum Einsatz gekommen sind und aus unserer Sicht ihre Leistung gebracht haben, dass sie natürlich weiter zum Einsatz kommen. Dass Spieler, die für uns gefühlt im Spiel dann nach Einwechslungen gut getan haben und das nächste Woche dann vielleicht wieder beweisen könnten, das haben die Aufstellungen auch immer wieder gezeigt. Und das dritte Argument, wie man eine Mannschaft zusammenstellt, ist eben da oder dort mal zu sehen, wo unabhängig von unserem eigenen Spiel, wo hat der Gegner vielleicht so seine Stärken und wo haben wir da unsere Spieler, die das eine oder andere vielleicht dann an Gefahr reduzieren könnten. Aber es ist natürlich möglich, dass es wird keine gravierenden Änderungen geben, aber es ist möglich, dass der eine oder andere neue Spieler kommt.